Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin gerade am Teich angekommen. Ich hatte zu Hause noch alte Paletten über und die wollte ich auf die Terrasse setzen. So in der Art, aber als Zweiteiler, dass man zwei einzelne stellen kann oder wenn man Bock hat, stellt man die beiden dann zusammen. Wie das funktioniert und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, so wie jedes Mal und wir gucken mal am Ende des Tages, was dabei rausgekommen ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go. So, wie habe ich mir das vorgestellt? Ich wollte zwei Paletten übereinander stellen. Das ist als Sitzhöhe perfekt. Weil man will ja nicht schön stramm hier sitzen, sondern schön locker entspannt aufs Wasser gucken. Also zwei Stück, dass man schön am Boden ist und ein bisschen kann die Füße noch nach vorne ablegen. Schön chillig. Dann habe ich mir gedacht, ich säge die Rückenpalette hier ab, stelle die hier schräg rein. In schönen Winkel, dass man sich entspannt nach hinten anlehnen kann. Das Ganze zweimal und dann, wie gesagt, hier hingestellt. Ich packe jetzt die Stichsäge aus, säge da einfach mal kurz vorher und gucke, ob das passt. So, beim ersten Schnitt habe ich vergessen, die Kamera anzumachen. Das ist mir aber immer noch ein bisschen zu steil. Deswegen schneide ich jetzt, man sieht das auf der Kamera, deswegen schneide ich jetzt hier weg. Und dann gucke ich mal, ob ich das da reinkriege, ob das dann, mir das dann besser gefällt. Sally, aufpassen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Was sagst du denn, Sally? Gut? Ja, den Winkel gucke ich gleich. Vielleicht stelle ich den so ein bisschen so, aber das ist ja kein Problem. Ich schraube das von der Seite fest oder von hinten. Das gucke ich gleich. Aber so ist das erstmal nicht scheiße. So ist das schon mal ganz gut. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumprobiert. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das passende Höhe, kann man richtig schön chillen. Vielleicht nehme ich noch eine Palette weg. Ich dachte mir, dann kann man das irgendwie schnell handlich transportieren. Schmeiß das da vorne hin. Kann dann die Füße, obwohl so auch schon mega chillig ist. Von der Schräge ist auch ganz cool. Ich zeig das einmal, wie ich das gemacht habe. Das habe ich ja gezeigt. Das habe ich jetzt einfach gekürzt. Dann habe ich hier unten ein Brett reingestellt. Einmal hier unten verschraubt. Ganz unten noch nicht. Erstmal nur hier. Ja, das ist soweit stabil. Davon habe ich jetzt erstmal einen festgeschraubt, der ist noch komplett locker da drin. Da hinten mache ich noch einen. Dann sieht das von hinten auch gar nicht so kacke aus. Ja, und man kann es halt noch transportieren. Ne? Man könnte dann sagen, was weiß ich, man will das auf der Terrasse stehen haben. Oder, keine Ahnung, irgendwo anders. Dann kann man das eben noch in der Hand nehmen und ja, transportieren. Weil wenn man die zusammenschraubt... So, ich saß jetzt hier mal eben 10 Minuten, also... Ist mega chillig, top, besser kann man das nicht bauen. Ich würde sagen, ich schneide die zweite eben noch ab, mache das auf den gleichen Winkel, dass wenn man die nebeneinander stellt, das auch gleich aussieht. Schraub da hinten die Bretter rein und dann wollte ich eine in die Ecke, eine in die Ecke stellen. Und dann mal gucken, wie das aussieht. So, den zweiten habe ich jetzt eben fertig gebaut. So sieht das jetzt aus. Ich finde eigentlich hier auf dem Steg ist das, ja, sieht ganz chillig aus. Da steht jetzt der zweite. Beide haben einen schönen Blick auf den Teich. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, man könnte da zu zweit sitzen, wenn man wollte. Da habe ich mir gedacht, was ganz schick wäre, ich aus dem Holz hier eben noch eine Armlehne hinzimmer. Ist ganz chillig, kannst den Arm ablegen, kannst ein Getränk hinstellen, was auch immer. Kannst dich anlehnen, dann kann man sich so ein bisschen schräg draufsetzen oder was. Ich glaube, das mache ich jetzt eben schnell noch. So, jetzt messe ich mir das einmal. Das schraube ich da hin. Mal gucken hier Unterkante. Weil ich wollte jetzt ein Brett hier vorschrauben und das dann einfach da oben drauf. Fertig. Mal gucken. Sagen. Ach, 48. Mal gucken, wie das ist, wenn ich sitze.
bisschen kacke zu messen. So machen wir es. 45. Ich habe hier vorne noch ein schönes helles Holz, das nehme ich dafür. Ein paar Schräubchen hier rein. Ist das lieber hiermit, das da oben reinsetze, so ziemlich genau 68. Sieht das cooler aus, wenn das vorne ein bisschen übersteht? Weiß ich nicht. Das ist jetzt die Frage. Will man das vorne überstehen haben? Guck mal, wir messen, schneiden erstmal das Wimpel hier. Wenn das cool ist, machen wir das aus dem hellen auch, ansonsten lassen wir das. Aua. Piss ich. Armlehne so lang, ist scheißegal, ob das hier übersteht oder nicht. Bisschen ausgefranst, der Scheiß. Nicht so geil. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich mach's auf 70 glatt. Was hat das denn? Riesen jetzt für eine Tonne. So kann man das machen. Premium. So Leute, die Dinge habe ich da jetzt noch dran geschraubt an beiden. Ja, ist mega chillig, ne? Also, wie gesagt, wenn man jetzt hier so sitzt, einfach nur gemütlich. Ich habe die jetzt beide hier vorne an den Teich gestellt, da kann man hier abends schön sitzen. Wie gesagt, in der Mitte kann man dann vielleicht eine Feuerschale oder so demnächst hinstellen. Es muss auch demnächst kalt werden und ein bisschen Scheißwetter, dass ich meine Feuertonne ankriege, weil ich habe ja mehr Holz als manches Sägewerk. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Das war heute mal eben eine kleine, aber feine Geschichte, eben schnell hingezimmert, aber für hier hundertprozentig. Viel besser muss das nicht sein. Und ansonsten, ich habe schon überlegt, ob ich hier vielleicht noch ein Loch reinmache, wo ich dann mein Energy reinstellen kann oder was. Aber ansonsten würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende und bis die Tage. Ciao.